Wer berät in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? Ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin, ein Richter, eine Richterin, ein Schöffe, eine Schöffin, ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin. Ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin. Was ist die Hauptaufgabe eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Ein Richter, eine Richterin? Vertritt Bürger und Bürgerinnen vor einem Gericht. Arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile. Ändert Gesetze. Betreut Jugendliche vor Gericht. Arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile. Ein Richter, eine Richterin in Deutschland gehört zur Judikative, Exekutive, Operative, Legislative. Judikative. Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zur vollziehenden Gewalt, rechtsprechenden Gewalt, planenden Gewalt, gesetzgebenden Gewalt. Rechtsprechenden Gewalt. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter, eine Richterin? Für die Judikative, Exekutive, Presse, Legislative. Judikative. Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht? Programm, Prozedur, Protokoll, Prozess. Prozess. Was ist die Arbeit eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Deutschland regieren, Recht sprechen, Pläne erstellen, Gesetze erlassen. Recht sprechen. Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland? Das Land zu verteidigen, die Bürgerinnen und Bürger abzuhören, die Gesetze zu beschließen, die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen. Die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen. Wer kann Gerichtsschöffe, Gerichtsschöffin in Deutschland werden? Alle in Deutschland geborenen Einwohner, Einwohnerinnen über 18 Jahre. Alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre. Alle Personen, die seit mindestens 5 Jahren in Deutschland leben. Nur Personen mit einem abgeschlossenen Jurastudium. Alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre. Ein Gerichtsschöffe, eine Gerichtsschöffin in Deutschland ist der Stellvertreter, die Stellvertreterin des Stadtoberhaupts, ein ehrenamtlicher Richter, eine ehrenamtliche Richterin, ein Mitglied eines Gemeinderats, eine Person, die Jura studiert hat. Ein ehrenamtlicher Richter, eine ehrenamtliche Richterin.